den Schädel an einer Schraubzwinge eingeschlagen, die ich, ja, das war Stacheldraht, die ich keine 5 Minuten vorher angebracht habe und eigentlich noch hätte wissen sollen, dass sie da ist. Der Bann von Dr. Disrespect bei Twitch hat mich doch schon schockiert, irgendwie muss ich sagen. Aber sie werden schon nicht wissen, was sie tun. Heute wird bestraft, bevor die Schuld bewiesen wurde. Es ist... Ach ja, tot. Shit! Junge, Junge, die unbefleckte Empfängnis und sofort Geburt. Albert, Junge. Der hat auch rumgealbert. Scheiße, er steht noch. Ich dachte, ich hätte ihn umgelegt. Moin Moin, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Battlefield 1 steht dieses Mal wieder auf dem Programm und ich bin heute mal als Sturmsoldat unterwegs. Oh, die gegnerische Seite hat nur 25 Leute. Ich hoffe, das füllt sich noch auf mit der Zeit. Sonst finde ich das immer recht unfair. So. Amiens. Wir sind in Amiens, oder wie man das ausspricht. Ich glaube. So, komm, erobern hier. Ja, vorhin noch schön auf der Baustelle gearbeitet und mir erstmal ordentlich den Schädel an einer Schraubzwinge eingeschlagen, die ich, ja, das war Stacheldraht, die ich keine 5 Minuten vorher angebracht habe und eigentlich noch hätte wissen sollen, dass sie da ist, bückte ich mich just nach einem Stein und mein Kopf berührte sehr unsanft die Schraubzwinge. Es blutete sogar ein wenig. Aber ich beschwere mich nicht. So, dann gucken wir gleich mal hier hinter. Richtung A und B. Die müssen wir, von der Wahrheit, ne? Die müssen wir gleich versuchen, uns unter den Nagel zu reißen. Mann, ist das irgendwie langsam jetzt. Kumpel, Kumpelblaser, fast erschossen. Oh, Mist, Mist, Mist. So, warte, komm. Ja, dann helfe ich wenigstens meinem Kumpel noch. So, mal reingucken, ob der... Ui. Da drinnen Trippelschritte. Wahrscheinlich alle die Treppe hochgerammelt, wie die Geistesgestörten. Die rennen doch da oben rum, oder? Kumpel, warte, ich guck mal hoch. Komm mit, oder geh vor. Da schrie sich einer aber sowas von die Seele aus dem Leib. So, da B, so nah und doch so fern. Boah, ich verfalle schon wieder in eine bucklige Haltung hier. Ja. Was hat mich sonst noch so getroffen in letzter Zeit? Oder in den letzten Tagen? Der Bann von Dr. Disrespect bei Twitch hat mich doch schon schockiert, irgendwie muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil niemand so recht weiß. Oh, da hinten mal, ne? Das war Kumpel. Shit. Boah. Oh, Rettung. Ja, ich muss sagen, ich finde es schon doch erschreckend, mit welcher Willkür Twitch dort die Leute rauskickt. Vor allem, ich meine, er war ja kein kleiner Streamer oder sowas. Ich finde, es ist eigentlich... Sind sie uns dort eine Antwort schuldig, wenn es nicht zu persönlich war, wäre für Dr. Disrespect, aber er hüllt sich ja da auch in Schweigen. Oh, Kumpel. Und weiß oder sagt jedenfalls nicht so richtig, warum. Er schien ja auch ziemlich überrascht davon zu sein. Hm. Gerüchte munkeln ja, dass er wohl mit Ninja und Schraut
sich... Ja, sich da irgendwie zusammentun wollen würde, möchte, dass das geplant war. Ich glaube, dass er weniger... Warum sollte er das eigentlich tun? Ich meine, ihm ging es auf Twitch ja recht gut. Und... Mist, wir haben Bertha verloren, oder wie die das hier nennen. Ich kann mir das hier immer nicht merken bei Battlefield 1. Ich verwechsel das immer mit Battlefield 5. Scheiße! Und selbst wenn... der Doc solche Pläne gehabt hätte mit Prime, dass er irgendwie auch auf... schnell weg! Zu spät. Selbst wenn er noch auf Prime gestreamt hätte, wäre er doch immer noch auf Twitch geblieben. Ich weiß nicht, wie das dann ist mit diesen Exklusivverträgen für die, aber blödsinnige ist es von Twitch eigentlich schon. Selbst... Oh, oh. Wo war das? Wo kam das jetzt her? Also, ich weiß es nicht. Exklusiv hin oder her. Ich meine, gut. Es war ja noch nicht mal bestätigt, dass er da irgendwie auf Prime mit Ninja oder Schraut und Schraut da irgendwas geplant hätte. So schmeißt man ihn bei Twitch schon vorher raus. Legt sich Twitch eigentlich meiner Meinung nach selber ein Ei. Aber sie werden schon nicht wissen, was sie tun. Ich sag's mal so. Wir können jetzt erstmal spekulieren. Auf der anderen Seite wissen wir alle, was wie Twitch in letzter Zeit rigoros gegen irgendwelche Streamer vorgeht. Begründet oder unbegründet. Keine Ahnung. Oh, da war von mir. Das war Kumpel. Ich weiß es nicht. Man sollte schon die Leute nach ihrer Verurteilung sozusagen bestrafen. Und nicht schon aus irgendwelchen Gerüchten heraus. Da gab es ja wohl auch so eine Streamerin, die irgendwo auf Twitter einen Tweet abgelassen hatte bezüglich Dr. Disrespect. Der Tweet ist, glaube ich, verschwunden mittlerweile. Ich weiß nicht, heutzutage reicht es, wenn jemand irgendwo eine wilde Behauptung raushaut, um dort Leute in Missgunst und Misskredit zu bringen. Ich verstehe das nicht. Ist es nicht erstmal, haben wir nicht erstmal so eine Art Unschuldsvermutung, bis es bewiesen ist? Und dann sollte man handeln oder reagieren. Gibt es heute irgendwie nicht. Gibt es nicht mehr. Heute wird bestraft, bevor die Schuld bewiesen wurde. Es ist eine Zeit, Alter, die verstehe ich nicht mehr. Es ist mir zu viel. Es ist mir echt zu viel heute. Shit. Ja, und bei so viel schlechten Nachrichten und allen der ganzen Scheiße, Alter. Verliert man fast die gute Laune auf dem Gute-Laune-Schlachtfeld. Aber ich nicht. Wir finden sie jetzt wieder. Denn wir müssen hier Punkte erobern. Und nach der Kritik an meinen Sniper-Videos bin ich dann heute auch mal... Shit. Als Sturmsoldat unterwegs. Und versuche Punkte einzunehmen. Da lag der Schimmelbeter in der Ecke. So, weiter geht's. Irgendwie auch einer meiner Lieblingssprüche. Man verfällt immer so in ein so monotones Gerät. So, weiter geht's. So, und also, und da, und was nun? Ja, so, weiter geht's. Nun stehe ich hier und warte. Ja, Granate raus. Hart umkämpft, Junge. Emil wird eingenommen. Oh, sie führen mit ein paar Punkten. Schade, schade. Da war ich etwas zu forsch. Emil haben wir doch gerade erst erobert. Wieso verlieren wir es schon wieder? So, warte jetzt.
Ah, ich dachte, da kommt man raus wieder aus. Da ist er. Na bitte, hat sich doch gelohnt. Da hat sich die ganze Warterei doch schon gelohnt. Ich weiß ja auch immer noch nicht so richtig. Das Grüne ist Gas, glaube ich, oder? Aber manchmal ist sowas Grünes, da laufe ich durch und dann passiert gar nichts. Das ist vielleicht unser Gas. Aber super. Und was, da hängt an der Wand und zappelt sich den Wolf. Oh. Oh. Aha. Okay. Ich finde es auch echt schade. Scheiße! Mann! Oh, ei. Was wollte ich sagen? Achso, ja. Ich finde es auch wirklich schade, dass Mixer seine Pforten schließt oder geschlossen hat. Ich meine, ich habe... Man versteht das eigentlich nicht. Eigentlich hätte ich gedacht, so Microsoft... Scheiße, hat er mich abgestochen oder was? Genau, David heißt das. David. Und bei Battlefield 5 heißt es Dora. Aber zurück zum Mixer. Eigentlich hätte ich gedacht, dass Microsoft ist ja nun auch kein Kartenzwerg. Also finanziell und so sind die ja, haben die ja schon Kohle. Ich dachte, da lag einer. Schon reichlich Kohle in der Rückhand. Eigentlich hätte ich gedacht, das wäre schon sehr gut. So ein möglicher Konkurrent zu Twitch. Und gerade für die kleinen Streamer ist es vielleicht, war es halt eine Alternative, dort Fuß zu fassen. Und ja, diese Alternative ist nun weg. Ich finde es schade. Auch um die Leute, die dort sich, die das da verlieren, was sie sich dort aufgebaut hatten. Mann. Muss schon, ja, es muss schon ein ziemlicher Schock für die Leute dort gewesen sein, zu hören, dass da ihre kleine Existenz sozusagen erstmal auf Flöten geht. Ninja wird es nicht jucken. Man hat ja, man munkelt ja schon wieder, dass er bei Facebook Gaming ein Angebot bekommen hat für 30 Millionen. Alter. Zahlen sind das. Er hatte doch schon, auch wird auch wieder gemunkelt, 10 Millionen erhalten. Nein. Als, ja, als Anreiz dafür, von Twitch zu Mixer zu wechseln. Hier werden Gelder rumgeworfen, Alter, das ist sagenhaft. Ey. Ein Hitmarker gab es, aber mehr auch nicht. Weil wir wissen erstmal, dass da einer ist. So. Ey, au! Komm raus, das Teil. So, und dann... Ja, noch einer. Muss nachladen. Warte, warte mal. Ich komm gleich. Er tot. Schade. Ey! So, komm, Emil. Sieht etwas hilfebedürftig aus. Aber es ist schon so, wie Dr. Disrespect gesagt hat in seinen letzten Worten. Es ist eine verrückte Zeit. Also, was ist mit ihm? Er war aus Stahl. Er hat ja ordentlich geschlagen. Ach, Wachsoldat. Ja, das ist auch so eine Sache. Man, da sagt mir immer, dass hier ein Wachsoldatenkit in der Nähe liegt. Ich habe es noch nie gefunden. Weiß auch gar nicht, was es macht. Ja, aktuell halt so viele Spiele am Start, dass ich mich meistens nur oberflächlich damit beschäftigen kann. Hier und da mal ein Run auf Battlefield 5, hier und da mal ein Run auf Battlefield 1. Ansonsten ein bisschen COD Modern Warfare, Warzone,
Escape from Tarkov habe ich jetzt für mich entdeckt und ich suchte es. Eigentlich übelst geil. Geiles Spiel. Es ist einiges an Zeit, was man braucht, um reinzukommen. Viel, viel zu lernen. Au. Ansonsten ja noch ein Showdown und was gibt's noch? Ach, ich weiß es selber nicht. Ach ja, tot. So, wir haben uns punktemäßig schon etwas verbessert. Nicht viel, nicht viel, aber wir liegen momentan noch vorn. So, ich schleiche mich mal hier hinten rum. Zäume wie immer das Pferd von hinten auf. Alter, springt ja rum wie ein Gaul, Alter. Ich sag noch, zäume das Pferd von hinten auf und schon kommt er ankaloppiert. Im Galopp sprang er rum, Junge. Als hätte ihm eine Biene in den Arsch gestochen. Da ist einer in die Hütte reingerannt. Da hinten schlich einer ran. Schade. Wir müssen uns unbedingt die fette Bertha zurückholen. Wie heißt das denn hier überhaupt? Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Ich hab zu viel gequatscht und hab nicht zugehört. Okay. Shit! Alter, wo kam der denn her? So. Bin ich mal bei D gespawnt, weil bei C kam ja der dicke Eisenklumpen angefahren. Das wollte ich nicht riskieren. Da schleiche ich mich mal jetzt hier auf diesem Wege wieder Richtung Bertha. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Cäsar. Oh. Scheiße. Achso. Ich habe Granaten. Feuer frei. Es ist immer noch... Ich bin immer noch ein bisschen... Alter, jetzt hat er ein Ei gelegt. Jetzt sind ja zwei dort. Junge, Junge, die unbefleckte Empfängnis. Und sofort Geburt. Aus eins macht zwei, Junge. Ich muss die dort umbringen. Da oben war vorhin auch einer drin. Sanft. Oh ja, yeah, sehr gut. Sanft vorbrechen. Was ist das? Wex! Wir haben unseren Vorsprung etwas ausgebaut. Sieht gut aus bis jetzt für uns. Ich muss vorbrechen. Vorbrechen. Kamerad ist dort gestorben. Ich muss ihn rächen. Warte mal, gucken. Kurz die Lage beilen. Nicht, dass er mit seinem Wex da wieder um die Ecke wächst. Dieses ekelhafte Gewächs. Oh. Sergeant Major. Hinter mir. Wander. Ja, komm, 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 komm. Ja. Auf zu B, Bertha. Oh, 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 da Granate raus. Alles, gib alles, gib alles. Komm hier. Mann, rein! Da war noch einer. Da war noch einer. Er ist dort. Nachladen, schnell. Da ist er. Scheiße! Albert, Albert, Junge. Der hat auch rumgealbert. Und seine Albereien mit dem Leben bezahlt. Komm zu Bertha. Ist das eine Tür oder was ist da? Tatsache. Da ist er! Legion! Ein feindlicher Panzerzug ist unterwegs. Kann mich am Arsch lecken, meinen gepanzerten Arsch. Schönen. Der ist mir richtig reingerannt. Der hat's knüppeldick kassiert. 985, Jungs. Der Panzer rettet euch, der Panzerzug rettet euch auch nicht mehr. Der Drops ist gelutscht für euch. Ja. Scheiße, er steht noch. Ich dachte, ich hätte ihn umgelegt. Na gut. Ich bedanke mich bei euch jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, auch wenn ich dieses Mal
weniger gut drauf war wegen der schlechten Nachrichten. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi, lasst es euch gut gehen.